Bodypainting ist nicht nur erotisch, sondern auch ein Eintrag ins Guinness-Buch der Rekordwert, sagt sich Martin Treichler und ruft 56 leicht bekleidete Leute an Zürich-Oberländer-Messe nach Witzigen. Das sind 6 mehr als beim letzten Bodypaint-Weltrekord. Alles über den Versuch und den möglichen neuen Rekord im Beitrag von Dennis Schneider. Es war nicht einfach, Leute für das Vorhaben zu finden. 73 Freizügige waren gesucht, immerhin 56 haben sich dann auf die Bühne gelegt. Es ist kein Problem. Also, wir frieren ein bisschen und sind froh, wenn es nicht losgeht. Ja, das ist ein Plausch einfach. Ich finde es noch lässiger so, weil ich das gerade in der Zeitung gelesen und ich habe mich gerade sofort angemeldet, weil es ist mal etwas anderes und ich würde es lässig finden, wenn ein paar Leute mitmachen würden. Mit geladener Farbpistole macht sich der Airbrusher ans Werk und er schont seine Opfer nicht. Er besprüht alles, was nicht davon laufen kann. Und das wagt sich hier keiner. Langsam werden die Leute farbig, aber eigentlich sollte es ja schnell gehen, weil der Martin Treichler wäre gerne neuer Weltmeister im Bodypainting. Sein Ziel, das menschliche Kunstwerk sollte in 3 Stunden fertig sein. Ja, zeitlich sieht es gut aus, bis jetzt. Was sind die Schwierigkeiten? Ja, dass der Schlauch nicht immer zu fest auf die Leute runtergeht und mir alles wieder verschlirken. Kopf auf Fuß und kalte Farbe, das Modell liegen ist nicht einfach, aber lustig. Ja, super, also tipptopp, für alles zusammen. Es ist ein bisschen kalt, wenn es spritzt, aber sonst ist es gut. Nach 2 Stunden werden die Modelle langsam unruhig. Dringende Bedürfnisse machen sich bemerkbar. Der Airbrusher führt einen regelrechten Eiertanz auf. Ein Wunder, dass er niemand jaubt. Dazu ist es schwierig, den Überblick zu behalten. Trotz diesem Problem, nach 3 Stunden ist das Werk vollendet. Der Weltrekord ist erreicht. Also es war sehr gut. Es hat zwar ein bisschen Rückenweg, aber macht nichts. Muss einfach ein bisschen idealist sein. Die Kunst des Bodypainters ist vergänglich. Die Modelle drängen Richtung Dusche. Ein bisschen Wasser und verschwunden sind die grauen Farben.